So, herzlich willkommen, liebe FIFA 13 Ultimate Team Freunde, heute zum lang erwünschten Review von euch, Team of the Season Diamanti. Die Spielerinformation: Diamanti ist im Gesamtrating 85, sein Alter ist 29 Jahre alt, 1,80 groß, 75 Kilo schwer, seine Nation ist Italiener. Starker Fuß links, Arbeitsrate mittel, sowohl im Angriff als auch in der Defensive, genauso wie schwacher Fuß und Spezialbewegungen jeweils mit 4 Sternen ausgestattet sind. Seine körperlichen Attribute mit Antritt 81, Beweglichkeit 82, Balance 82, Reaktion 92 und Sprintgeschwindigkeit 73 sind in einem soliden mittleren Bereich. Seine mentale Attribute sind auch eher durchschnittlich, mit der Aggressivität 67, Stellungsspiel 79 und Übersicht 84. Seine Fähigkeit-Attribute mit 93, Ballkontrolle 83, Flanke 99, Effe 91, Dribbling 84, Abschluss 98, Freistoßpräzision 87, lange Pässe 97, Fernschüsse 90, Elfmeter 89, Kurzpass und 97, Schusskraft mit 89 Volleys hinterlassen einen sehr, sehr guten Eindruck und sind definitiv sein Aushängeschild als Spieler. Unten seht ihr jetzt nochmal die Notable In-Game-Stats, die ich ja eben gerade sonst nochmal komplett vorgelesen habe, und seine Player-Traits. Da hat er einmal Avoids Using Weak Foot, was so viel bedeutet, wie dass er nicht, oder er versucht zu vermeiden, den schwachen Fuß zu benutzen. Heißt, er probiert immer in jeder Situation mit links zu schießen. Sehr, sehr geil, aber nicht unbedingt notwendig bei 4 Sternen schwacher Fuß. Dazu Finesse-Shot selbsterklärend, Longshot-Taker ebenfalls selbsterklärend und Playmaker als Spielmacher auch selbsterklärend. Im Groben und Ganzen kann man sagen, dass Diamanti ein sehr, sehr geiler zentraler Offensiver und Mittelstürmer ist, theoretisch gesehen, denn sein Schuss ist eine absolute Granate. Natürlich profitiert er sowohl von den Trade Longshot Taker als auch vom Finesse Shot, und dementsprechend kann man im 16er als auch außerhalb des 16ers sehr, sehr schöne Schüsse hinlegen. Die Longshots dippen schön, kann man sich auf jeden Fall geben und hinterlassen einen guten Eindruck, und der Rest ist, denke ich mal, auch in Ordnung. Man sollte ihn auf jeden Fall nicht ins zentrale Mittelfeld oder ins zentrale defensive Mittelfeld stellen, denn dafür sind seine Defensivwerte einfach ein Tick zu niedrig. Bei dem 50 Bereich, das muss nicht sein. Seine Pässe reihen sich dem Gesamtbild seiner Offensivstärke eigentlich an. Saubere Pässe, mit denen man arbeiten kann, die einen guten Eindruck hinterlassen. Und sowohl ob lang, kurz, hoch, flach, wie auch immer, sie sind im Grundlegenden immer sauber und sehr präzise. Vor allem, wenn er sie mit dem Außenriss schießt, sieht das Ganze noch richtig, richtig geil aus. Man kann eigentlich sagen, oder so wie ich mich nochmal weitestgehend weiter erkundigt habe, dass er fast schon alleine ist im Bereich eines ZOMs oder, sage ich mal, Mittelstürmers mit solchen Werten. Und dementsprechend ist sein Preis irgendwo eigentlich relativ niedrig. Mit 200k auf dem PC, 120k auf den Konsolen, finde ich das vollkommen in Ordnung. Ich meine, ganz im Ernst, das ist ein Team of the Season Spieler mit einem Bombenschuss und Passwert und dazu noch einem relativ angenehmen Tempo. Da kann man sich eigentlich, um ehrlich zu sein, nicht unbedingt beschweren. Und dementsprechend fällt das Fazit natürlich auch durchgehend mehr oder weniger positiv auf, denn wirklich viel Negatives ist mir nicht aufgefallen. Kommen wir jetzt zum Fazit. Wie gerade angekündigt, auf der Pro-Seite haben wir stehen: Antritt gibt starken Boost. Dadurch, dass sein Antritt knapp über 80 ist, fängt er aus dem Stand an erstmal einen ordentlichen Schub zu bekommen, was anfangs sehr geil ist. Natürlich im laufenden Tempo wird er dann deutlich langsamer. Dipping Longshots auch sehr geil, Bombenschusskraft, klar, muss er haben. Klasse Ecken und Freistöße, sehr sauber, sehr präzise, benutzt selten den schwachen Fuß, das hat er natürlich seinen Player-Trade zu verdanken. Saubere Pässe habe ich angesprochen, 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß, denke ich mal auch klar, da gibt es nichts zu meckern. Auf der Kontraseite kann man sagen, er ist manchmal etwas schwach und verliert gerne mal den Ball. Und nochmal kann man sagen, dass er eben als ZM oder ZDM einfach nicht die Defensivwerte hat. Nichtsdestotrotz bekommt er den Daumen nach oben mit 4 Sternen Fazit, 4 Sternen Value for Money und damit ein Gesamtrating von 8,2. Natürlich wäre das Rating deutlich höher, wenn seine Defensivwerte deutlich besser wären. Aber so ist er in Ordnung, super Offensivkraft und sucht mehr oder weniger Momente seinesgleichen in der Serie A. Bis zum nächsten Mal, euer Hahn.